Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können im Hintergrund. JPX, JPEX oder Japan Stock Exchange. Das ist das Logo hier und die Börse ist hier das Gebäude. Das ist natürlich etwas breiter. Man sieht es hier im Hintergrund. Da geht es noch richtig hoch. Und es ist natürlich nicht das einzige hier in Tokio, wo gearbeitet wird. Es gibt natürlich noch Rechenzentren, wo dann eigentlich das Herzstück ist für diese Börse. Diese Börse ist jetzt für heute schon zu. Trotz alledem hat es hier eine interessante Situation aktuell für diejenigen, die auch mal über den deutschen oder europäischen Tellerrand hinausgucken wollen, mal Richtung Osten. Denn es gibt beim Nikkei aktuell eine wunderschöne Situation, tolle Schübe nach oben und aktuell schön wackelig nach unten. Das ist eigentlich ein mustergültiges Verhältnis, dieses klassische Fahnenmuster sozusagen. Wir haben einen steilen Mast, wir haben eine hängende Fahne runter. Das könnte man als Ausbruch nach oben für eine Fortsetzung eben nutzen. Aber nach oben muss der Kurs erstmal kommen, deshalb ist das mit dem Trigger so wichtig. Der DAX sagt sich nach oben, das habe ich auch schon mal gekonnt, jetzt ist mal was anderes dann, denn der DAX kommt tapfer nach unten im Moment. Nichts von wegen nach oben, im Gegenteil, ziemliche Schwäche angesagt. Er hat auch nicht das Spiel mitgemacht, was durch die Fed gestern bzw. die Aussagen von Jerome Powell da passiert sind, die Zinsen noch mal zu senken. Sie können es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, deshalb will ich da gar nicht ins Detail drauf eingehen. Trotz alledem, der Markt ist nach oben erstmal explodiert, hat aber nicht wirklich jetzt mehr Stärke gezeigt. Er hat sich schnell wieder abgeschwächt und das lässt zumindest mal die Frage offen, ob Amerika wirklich willens und in der Lage ist, nach oben zu gehen. Dafür gibt es heute noch ein bisschen Zeit, ich gucke gerade auf die Uhr, zweimal die Gelegenheit. Wir haben nämlich Verbraucherpreise um 14.30 Uhr aus Amerika, die natürlich eine Indikation ein bisschen geben, wie es denn inflationsseitig aussehen. Und wir wissen ja, dass die Fed auch mit der Inflation argumentiert. 2% ist das Ziel, bei 1,5 liegen wir circa. Also das ist noch nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Dementsprechend ist es nachvollziehbar, wenn die Fed sagt, wir müssen irgendwelche Schritte einleiten. Ob es natürlich insgesamt das Sinnvollste ist, die Zinsen da zu senken wieder. Ich weiß es nicht. Markus Fugmann hat das wunderschön heute in seinem Morgen-Videobeitrag gebracht. Es ist ein bisschen Gift eigentlich, was wir da in den Markt gerade pumpen und das kann ich ihm nur recht geben. Es ist natürlich gefährlich. Trotz alledem, für uns Intraday-Händler, für uns Kürzere, ist das natürlich erstmal eine Möglichkeit, hier was rauszuholen. Und das kann sich heute nochmal ergeben, nämlich um 16 Uhr. Da wird Fed-Chef Powell nochmal sprechen. Er wird natürlich eigentlich nichts Neues erzählen. Insofern ist die Kuh fast schon vom Eis. Aber er stellt sich ja auch Fragen dort und dementsprechend kann es sein, wenn dann eine witzige Frage zwischendurch nochmal kommt, dass das den Markt in die eine oder andere Richtung bewegen wird, wenn er da eine Aussage fällt, die so in dieser Wortwahl vielleicht noch nicht gefallen ist. Das bleibt eben nochmal abzuwarten. Also 14.30 Uhr und 16 Uhr europäische Zeit, die sind ein Hingucker für uns kurzfristige Trader allemal. Womit ist zu rechnen generell? Also eigentlich immer noch, dass der Markt nach oben geht, denn er hat eher noch die Stärke in sich aktuell. Aber diese Stärke scheint erstmal nachzulassen. Das finde ich nicht so außergewöhnlich, denn nach Ausbrüchen, nach neuen Allzeithochs beispielsweise oder egal, Ausbrüche nach oben, kommt ganz schnell erstmal eine Ermüdung. Und damit müssen wir eben auch aktuell rechnen, dass jetzt der Markt sagt, ach, jetzt haben wir es geschafft, jetzt können wir ein Päuschen machen. Klingt doof, wird Ihr Nachbar nicht sexy finden, der normalerweise vielleicht sagt, wenn es jetzt neue Hoch gibt, dann kaufe ich erst recht. An der Börse gilt das nicht unbedingt als clever, sondern typischerweise gibt es eben Fehlausbrüche. False Breakouts und die gilt es eigentlich eher abzuwarten, auf die Konsolidierung zu warten und wenn die harmlos verläuft, also nicht so besonders stark, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Wie sowas aussehen kann, werden wir vielleicht nach dem Trade des Tages noch bringen, aber Sie können mal im Hinterkopf behalten, auf den Euro und auf den Goldkurs zu gucken, denn da haben wir möglicherweise genau sowas. Also je nachdem, was wir da heute bringen, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, aber da könnten Sie schon mal eigenmächtig drauf gucken und sagen, hey, dieses Muster, sowas meint er, cool. Und vielleicht ist das ja auch eine Trading-Idee für Sie. In diesem Sinne lasse ich Sie jetzt für heute erstmal alleine. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie die richtige Entscheidung fällen. Gucken Sie nochmal auf den Trade des Tages. Vielleicht ist die Idee für Sie ganz passend, entweder zum Umsetzen oder aber zum einfach nur angucken und sagen, das kann ich doch selber mindestens genauso gut. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns in Bälde wieder.